Ja, servus, liebe Kinadore. Heute sind wir in Kappeln an der Schlei und unterwegs, nämlich mit dem Kajak. Wir sind ganz im Norden von Deutschland, nämlich in Schleswig-Holstein. Und die Sehenswürdigkeit hier ist diese Klappbrücke, die alle Stunde aufgeht, damit die Segler, die davor warten, durchschippern können. Klar, mit dem Kajak oder dem Kanu kommt ihr da natürlich deutlich leichter hindurch als diese Pötte mit Masten, die hier darauf warten, dass sie endlich durchfahren können. Wir paddeln auch durch die Brücke hindurch und legen dann in Kappeln an der Schlei an. Die Schlei, das ist wichtig, ist kein Fluss, sondern ein Meeresarm. Deswegen schmeckt das Wasser auch logischerweise salzig. Ja, diese Attraktion, diese Klappbrücke, da kommen also viele Leute, schauen sich an, wenn dieses Teil hochgeht und der Straßenverkehr warten muss, damit die Segelboote hindurchfahren können. Keine Angst solltet ihr haben, wenn ihr mit den Kindern unterwegs seid, natürlich mit Schwimmweste und dann euch solche historischen Zweimaster begegnen. Die sehen vom Wasser schon ganz anders aus. Wir legen jetzt aber in Kappeln an und sehen uns die Stadt ein bisschen an. Hier sind wir im Fischerhafen unterwegs und hier im malerischen Altstadt. Weiter geht's zum Museumshafen. Hier gibt es schöne alte Yachten zu sehen, die nur komplett aus Holz gefertigt sind. Und an jedem alten Schiff steht auch oft eine Tafel dabei mit Infos darüber, wie alt es ist, was gebaut worden ist, was überall schon rumgesegelt ist. Und da kommt richtig Seefahrerromantik bei den Kindern auf, wenn es diese schönen alten Pötte zu sehen gibt. Ja, weitere tolle Ideen findet ihr auf kinderoutdoor.de, auch Paddeltouren und Kanu-Vorschläge. Bis bald.